Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben heute die nächste FC Energie Cottbus FM Karriere Modus Episode am Start. Wir gehen rein ins Transferfenster. Ich muss noch die Saisonvorbereitung machen, habe ich gerade gesehen. Das habe ich noch gar nicht getan. Außerdem habe ich gesehen, dass wir bei den Gehältern ordentlich im Minus sind. Aber da kann man zum Beispiel Baukosten und sonstiges dann noch 30.000 so ganz gut rüberschieben. Ich denke, das sollte dann passen. Ansonsten habe ich natürlich jetzt erstmal die Auswertungen der Abstimmungen am Start. Und die betrafen zum einen den guten Tigris, und da wart ihr euch einig, einer hat nur geschrieben, wir sind gut genug besetzt, einer hat nur abgestimmt dafür, dass wir gut genug besetzt sind, ansonsten vier, dass wir ihn holen sollen, zwei noch, dass wir auch einen Stürmer verkaufen sollen. Also ich werde jetzt erstmal den Stürmer behalten, ich werde auf jeden Fall Tigris versuchen zu holen, das wäre ein mega geiler Stürmer, halt auch nochmal ein jüngerer, also sogar noch jünger als Osterwick, und dementsprechend würden wir da schon in eine gute Richtung gehen, von der Gesamtstärke her sowieso. Ansonsten war Bitroff die zweite Abstimmung, da wart ihr euch aber relativ einig, dass wir ihn nicht holen sollen, wobei 3 gegen 4. Er ist zurzeit eh verletzt, deswegen ist er von der Gesamtstärke her relativ schwach unterwegs. Ich habe aber generell jetzt nochmal ein paar Spieler auch auf Scouting gehauen, die ihr vorgeschlagen habt. Im letzten Video wurden unter anderem Uwe Hünemeyer vorgeschlagen, aber ich habe es auch ins Kommentar geschrieben, er wollte nicht, und auch hier steht, wir haben aktuell keine Chance, den guten Uwe zu verpflichten, auch wenn der Marktwert eigentlich relativ günstig ist für uns. Vielleicht ja dann im nächsten Jahr, wobei er wird halt nicht jünger, ne? Aber er hat schon eine 70 jetzt immer noch mit 35. Wenn wir vielleicht in die dritte aufsteigen, ich weiß nicht, wie es in Paderborn im Moment steht. Die sind halt in der zweiten Liga unterwegs. Ja, kann man gucken, was haben die denn da hinbekommen? Historie, glaube ich, genau. Da sind sie Elfter geworden halt, ne? Da sind sie halt Elfter geworden. Ja. Also wenn sie jetzt wieder nur im Mittelfeld landen, wir vielleicht in die dritte Liga aufsteigen sollten, wobei wir, glaube ich, erstmal noch in die Regionalliga Bayern müssen, wenn ich es richtig gesehen habe vom System hier, könnten wir vielleicht irgendwann nochmal eine Chance bekommen, ihn zurückzuholen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ansonsten sollte ich Skalatidis mal raufpacken, weil wir noch bessere Flügelspieler gebrauchen könnten. Sehe ich natürlich irgendwo auch so, wobei wir halt bei Darden gucken müssen, dass wir auch irgendwann mal in die junge Richtung gehen wieder. Weil wir haben jetzt vor allem im letzten Transferfenster ein paar ältere geholt, mit Viteretti, Matuvila unter anderem, Adlung sowieso davor schon und Co. Deswegen müssen wir auch mal wieder ein bisschen in die jüngere Richtung gucken und uns da umsehen. Ansonsten war noch Braden Manu vorgeschlagen, der ist hier, wurde auch nochmal gescoutet. Ansonsten habe ich nochmal ein paar Spieler aus den zweiten Mannschaften auf den Flügeln gescoutet, einfach nur um zu gucken, wie die vom Gehalt und Marktwert her aussehen. Würde dann, denke ich mal, aber wahrscheinlich doch alles zu teuer werden erstmal. Mal gucken. Wir sehen, Nils Pedersen ist im Moment, hat er die Karriere beendet? Nee, ich glaube nicht. Nils Pedersen ist im Moment vereinslos. Okay, wir haben ja Tigris gelobt, deswegen können wir da nichts machen. Er ist scheinbar vereinslos, also da können wir auch auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Ich meine, der wird wahrscheinlich im Moment viel zu viel Gehalt wollen und wir können ihm nicht mal ein Vertragsangebot machen. Dementsprechend, ja, müssen wir da gucken. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar Tage vorsimulieren, mich mit dem Geld ein bisschen auseinandersetzen und auch mit der Planung, und dann sehen wir weiter. Wir haben eins von zwei Testspielen jetzt gerade am Start, gehen natürlich in die Sofortberechnung. Haben, glaube ich, auch gegen den SV Ried irgendwie letztes Jahr oder vor zwei Saisons, also in der ersten Saison, glaube ich, auch schon mal gespielt. Bin mir gerade nicht sicher, ich bin der Meinung schon. Ich glaube sogar, wie gesagt, in der letzten Saison. Mannschaftsstärke ist sehr ähnlich im Moment. Freut mich auf jeden Fall, da haben wir uns, glaube ich, auch rangekämpft so ein bisschen an die. In der ersten Halbzeit steht es noch 0:0. Dann wechseln wir mal so ein bisschen durch jetzt hier, würde ich sagen. Kleines Update, Tigris wird wahrscheinlich nicht kommen. der hält den Verein zu unattraktiv. Aber ja, ich habe einen anderen Spieler gefunden, den man auch auf dem linken Flügel zum Beispiel spielen lassen kann, der ein ehemaliger ist und den ich feiern würde, also ich persönlich zum Beispiel, wenn der wieder zurückkommen würde. Also ich würde es persönlich gut finden. Mal gucken, ich werde ihn, denke ich mal, verpflichten. Ihr könnt ja dann abstimmen, wie ihr das findet, aber ich denke, das wird schon ein guter Transfer werden. Geißler gleicht hier nochmal aus, nachdem wir zurückgelegen haben. Vorlage Osterwick
Und das war's dann. Ist okay, 1 zu 1 im Testspiel kann man mitnehmen. Sind jetzt keine wirklich guten Noten am Start, aber alles in allem ein solides Ergebnis. Und ich würde sagen, kann man auf jeden Fall, wie gesagt, mitnehmen. Wir waren ja wieder im gleichen Trainingslager wie immer. Ist ja auch etwas, was in Realität häufig der Fall ist bei den Mannschaften, dass die immer im gleichen Trainingslager sind. Um natürlich auch unter anderem wieder die Fitness zu steigern und ein paar Trainingsziele hoch zu pushen. Hat ganz gut funktioniert. Die Fitness ist auf jeden Fall deutlich nach oben gegangen. Frische leidet nun mal immer ein bisschen unter den Trainingslagern, aber das ist ganz normal, würde ich sagen. Wir gucken mal weiter, was so kommt. Ich warte natürlich auf ein paar Scouting-Berichte, auch für die Flügelspieler, die ihr vorgeschlagen habt und die ich mir rausgesucht habe. Wie gesagt, den einen würde ich eigentlich schon holen wollen, aber dann ist wahrscheinlich unser ganzes Budget vielleicht schon weg. Aber ich bin eigentlich auch der Meinung, dass wir nicht so viele... Ach, lol. Krass. Hat er jetzt doch seinen Weg zu Dortmund gefunden? What the fuck, Alter? Ein Jahr später. Anderthalb Jahre später, um ehrlich zu sein. Für das Doppelte fast am Geld. Aber trotzdem cool, dass Haaland jetzt wirklich für Dortmund spielt. Finde ich geil. Finde ich nice. Wäre auch geil, wenn sie jetzt noch Can holen würden zum Beispiel. Die haben ja zum Beispiel auch Tar geholt. Augustinsson, Neres. Ja, aber finde ich einen... Ich finde es einfach lustig, so dass er jetzt auch den Weg dahin gefunden hat. Einfach nice one. Wir sind beim letzten Testspiel angelangt. Und zwar gegen Borussia Dortmund. Konnte man nochmal organisieren. Lasst euch nicht abschlachten. Wir haben natürlich auch stark rotiert, um einfach so ein bisschen Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Liegen direkt mal hinten nach 20 Minuten erst mit 1:0 durch Paco Alcácer. Mario Götze mit der Vorlage. Und generell sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Moser hat scheinbar einen Bombentag. Rico Thiemann aus der Jugend im Team bekommt auch mal die Chance heute, kriegt auch eine 2,0 direkt, gar nicht mal so bad. Wechseln wir auf jeden Fall mal durch. König läuft auch gar nicht so wirklich heute scheinbar. Bitter für ihn, jetzt muss er halt leider raus. Ansonsten rotieren wir wie immer natürlich durch. Pohlmann hat übrigens ein Transferangebot bekommen, habe ich direkt abgelehnt, by the way. Mal gucken. Ich habe es schon abgelehnt. Für 130.000 das Angebot hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr raushandeln können dann, aber hat für mich halt nicht wirklich Sinn ergeben, ihn abzugeben. Könnt ihr gerne mal kommentieren, falls doch, aber ich denke eher nicht. Ist in Ordnung, am Ende des Tages nur 2:0 gegen Borussia Dortmund zu verlieren, und so bleibt es auch. Ist okay. Herbert Kaiser in der zweiten Halbzeit, ja, generell alle so mit Scheißnoten, war vielleicht keine gute Idee, das Testspiel als letztes vor dem Ligastart zu machen, aber ich dachte mir nochmal so ein bisschen bekannteren Gegner auch vielleicht, um ein bisschen Einnahmen mitzunehmen, wäre gar nicht so schlecht. Hier sagen wir das und kriegen auch alle drei Moralpunkte, freut mich natürlich, haben wir mal wieder ein Interview gegeben und ich würde sagen, dann gehen wir rein, wahrscheinlich auch schon ins erste Ligaspiel in dieser Saison, ohne wahrscheinlich einen Neuzugang, gehe ich mal von aus, im Moment bahnt sich zumindest keiner an. Laktat-Test, wir haben übrigens beim Probetrainingstag, den ich immer noch mache, ein richtig gutes Talent auf jeden Fall mitgenommen, wir haben eigentlich fast nur Positives, nur Adlung ernährt sich ein bisschen ungesund, da geht die Fitness nach unten, bei den restlichen Spielern geht sie zumindest nach oben. Erfreulich auf jeden Fall, sehr erfreulich. Gut, bei Adlung jetzt nicht unbedingt, aber einen abfallenden Spieler kann es halt mal geben, auch wenn er halt ein Leistungsträger ist, kann man das schon mal ein bisschen akzeptieren. Wir verhandeln zunächst einmal, mal gucken, was sie rausholen für ein Angebot am Ende des Tages. Okay, der ist jetzt eh gewechselt. Ja, Marktwert hätten wir uns nie im Leben leisten können. Dementsprechend alles gut. Ein Neuzugang, wie gesagt, beziehungsweise halt ein Talent in der zweiten Mannschaft, ein, 8-Sterne-Talent aus dem Probetrainingstag, nimmt man gerne mit, mal gucken, was der gute Herr hier in der zweiten Mannschaft so leisten kann, hat eine solide Gesamtstärke, ist gerade mal 20, geht auf jeden Fall noch fit, die zweite spielt zwar noch nirgendwo so wirklich, ich meine, die hat halt ein paar Testspiele und so, aber ansonsten ist es jetzt nichts Besonderes bei der. Ich glaube, die kommt halt erst irgendwo rein, wenn wir aufsteigen, kommt die zweite irgendwo rein, glaube ich, in die niedrigste mögliche Liga. Oder, also glaube ich zumindest. Dementsprechend kann die halt noch nirgendwo irgendwie spielen, großartig. Außer halt ein paar Testspiele, wie gesagt. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen dann weiter in dem Kalender und gucken, was dann so kommt. Wahrscheinlich dann als nächstes das Spiel. Vielleicht auch hier vor schon ein bisschen was. Ich meine, wir haben hier einen Tag der Jugend und Co., aber
meistens kommt beim Tag der Jugend zum Beispiel jetzt auch Nothing Special raus. So. Yo, wir haben wieder die Liga-Fakten, finde ich auch immer sehr interessant. Mal gucken, welche Mannschaft von unserer Liga denn wo ist. Wir sind auf jeden Fall die beste Mannschaft mit der höchsten Gesamtstärke, das ist doch schon mal ganz nice. Wir haben Stand jetzt auch den besten Spieler der Liga mit Jari Osterwick vom Rating her. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ansonsten sind wir hier nirgendwo vertreten. Wahrscheinlich bald bei den teuersten Transfers wären wir dabei gewesen. Hier in der Mitte hätten wir uns dann eingeordnet, denn ich habe gerade einen Spieler an der Angel. Bin mal gespannt, was denn bei ihm denn so rumkommen wird. Ja, wird man dann auf jeden Fall sehen. Ich bin gespannt, mal gucken. Jetzt habt ihr den Namen schon gesehen. Ah, scheiße, ich hoffe, er geht durch. Wäre ein richtig nicer Transfer, den wieder zurückzuholen. Den guten Streli Mamba. 55.000 als Ablöse, richtig gut. Ich hoffe einfach, dass er kommt. Heute wird keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen. Wir haben, wie schon eben gezeigt, die stärkste Mannschaft der Liga aktuell. Ich bin mal gespannt. Wir haben auch direkt die erste Möglichkeit der Saison, aber leider schießt für uns. Schießt aber leider Brückmann übers Tor. Schade, schöne Möglichkeit. Wir haben gleich die nächste Chance. Aber der Keeper wehrt den Ball mit beiden Fäusten ab. Krug zieht noch den Kopf ein. Und ja, es startet auf jeden Fall ganz solide, würde ich behaupten. Ich meine, Lichtenberg letztes Jahr eher untere Tabellenhälfte. Hat jetzt hier direkt die erste Großchance. Der Hotzic kann alleine auf Moser zulaufen. Aber Jan Koch ist da und klärt das Ding noch. Beziehungsweise kann den Gegner am Abschluss hindern. Wir sind auf jeden Fall besser reingekommen. Auch wenn sie die erste große Chance hatten. Hier entsteht natürlich auch nichts. Trotzdem haben wir zumindest schon mal drei kleine Chancen gehabt. Jetzt haben die hier ihre erste kleine Chance. Der ist drin, aber abseits. Man kennt's. Ballbesitz hat sogar Lichtenberg mehr im Moment. Also wir doch nicht ganz so gut reingekommen. Hoffentlich können wir hier auch die erste Partie direkt zu Hause gewinnen. Das wäre schon mal gar nicht so bad, würde ich behaupten. Ja, Gegner holt sich hier gelb ab für einen Foul an Osterwich. Normal, so. Und dann haben sie hier die nächste gute Großchance. Bitte nicht, völlig alleingelassen abnimmt. Das ist nicht gut. Doch Moser hat aufgepasst und klärt mit einer Parade. Wir kommen gerade gar nicht wieder rein in die Saison so wirklich, scheinbar. Ja, man fragt sich dann natürlich, woran es liegt. Trotzdem jetzt wir hier mit der nächsten kleinen Chance Sololauf durch die Lichtenberger Abwehr. Und haut das Ding rein. Let's go. Es muss wieder eine Einzelleistung her von Daniel Adlong. 1:0. Zur Pause wahrscheinlich dann hoffentlich. Relativ unverdient und dem Spielverlauf entgegenwirkend eigentlich. Aber durchgebrochener Osterweg. Zählt das? Kein Abseits. Und da ist das 2:0. Innerhalb von 3 Minuten hauen wir das 1:0 und 2:0 rein. Osterweg. Erstes Saisontor. Zweite Scorerpunkt für Adlung direkt. Tor und eine Vorlage. Let's go. Und der gegnerische Innenverteidiger holt sich gelb-rot ab. Okay. Also das waren jetzt insgesamt 5 Ingame-Minuten, die einfach richtig gut getan haben, würde ich sagen. Und die vielleicht das Spiel schon so ein bisschen entschieden haben. Also wir führen 2:0 zur Pause, sind jetzt die ganze Halbzeit einer mehr. Und so haben wir uns das dann am Ende auch vorgestellt. Waren jetzt nicht wirklich krass dominant, haben wir am Ende gut gespielt. Durch Adlung eigentlich nur einzig und allein jetzt in Führung gegangen, wenn man so will. Meier kriegt nochmal ein Lob hier. Und dann motivieren wir so ein bisschen hier auch einen Pohlmann, einen Viteriti. Dann massieren wir nochmal so ein bisschen hier durch die Bank weg. Matuvila auch nochmal, der auch mal wieder von Anfang an spielt. Ja, ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich sagen. Kann auf jeden Fall, könnte schlechter laufen. Auch wenn sie jetzt hier ihre erste Möglichkeit nach der Pause direkt haben. Was eigentlich nicht sein muss, wenn wir einer mehr sind. Aber okay, eine kleine Chance nach einer Ecke kann mal passieren. Ja, ich hoffe, dass wir jetzt nach und nach ein bisschen dominanter werden können. Sollte hoffentlich so möglich sein. Jetzt holen sie sich hier die nächste gelbe ab. Und ja, es passiert zumindest erstmal nichts. Wir haben die nächste Möglichkeit, aber es gibt nur eine Ecke. Die Flanke von Müller wurde zur Ecke geklärt. Vielleicht können wir aus der Ecke direkt mal aus der ersten Saison ein Tor erzielen. Leider nein, schade. Da setzt sich eigentlich immer der Verteidiger durch, habe ich ja schon oft erwähnt. Dann haben wir jetzt hier nichts wirklich mehr. Dann wechseln wir auch direkt mal. Brückmann kann runtergehen. Wellbrock kommt. Geißler würde ich schon fast bringen wollen. Ja, warten wir damit erstmal noch. Schneider könnten wir bringen. Für Müller auf jeden Fall. Und den letzten Wechsel bewahren wir uns dann nochmal für die Schlussphase.
Brückmann heute wieder relativ außen vor, hatte die allererste Chance, schießt dann leider aus 9 Metern drüber und ansonsten kam nicht mehr wirklich was von ihm. Bisschen schade, aber am Ende des Tages, solange wir gewinnen und auch Osterweg trifft, der ja unser Mainstürmer ist, ist das erstmal nicht so wichtig. Ja, passiert gerade eigentlich nicht mehr wirklich was. Ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, wir sind halt einer mehr, da könnte man es eigentlich schon mal ganz gut ausnutzen, bin ich der Meinung. Jetzt hier die nächste Möglichkeit. Adlung tankt sich wieder durch, aber der Schuss wird pariert und den Abpraller verpasst Osterweg nur knapp. Schade, schade. Beide rauschen da knapp an ihrem Doppelpack vorbei. Wir nehmen ja noch Viteriti runter. Adlung eigentlich schon eher Meier vor allem. Dann bringen wir nochmal König für Meier. Bekommt König heute auch nochmal die Möglichkeit. Ja. Und es sieht ganz gut danach aus, als ob würden wir hier mit einem Sieg in die Saison starten. Wäre auf jeden Fall schon mal ganz nice, würde ich behaupten. Hier die nächste Möglichkeit. Aber schiebt trocken ein. Keine Chance für den Schlussmann. Let's go. Pohlmann legt vor für Osterweg, der mit seinem Doppelpack für uns auf 3:0 erhöht. Richtig nice. Weiter so, sagen wir. Richtig gut. Matuvila klärt hier vor dem Mannschaftskapitän. Schreuer oder was war das gerade? Gerade nicht so schnell gelesen. Gefährliche Freistoßmöglichkeit für uns. Schnellbach konnte Matuvila nur mit einem Foul stoppen. Also der gegnerische Stürmer stoppt unseren Verteidiger an deren Strafraum. Okay. Langer Anlauf und Tor. Osterweg, Hattrick. Dreierpack auf jeden Fall. Richtig nice, richtig nice. 4:0. Freistoß Osterweg. Haut da in die Maschen. Auch eigentlich komische Schützenauswahl. Welbrock und Osterweg. Gut, ich meine, Adlung spielt nicht. Doch, Adlung spielt da noch. Ich meine, German ist sonst immer Freistoßschütze, aber Adlung ist eigentlich auch nicht so schlecht, würde ich behaupten. Ja. Gut. Ist dann halt so. Soll mich nicht jucken. Wir sind dadurch mit einem 4:0 Sieg im ersten Saisonspiel wahrscheinlich. Ich meine, könnte noch ein Tor für die fallen, für uns. Auf Platz 1 stand jetzt. Wir haben die nächste Großchance. Bei einer Ecke eine Großchance. Ach, übernimmt Pohlmann. Ja, klärt Postwenden per Kopf. Man kennt es. Let's go! Welbrock mit dem 5:0. Richtig nice. Da bekommt er auch nochmal sein erstes Saisontor. Richtig gut. Zu kurz geklärt oder nicht gut geklärt von Krug. Der Ball landet bei Welbrock und der haut das Ding in die Maschen. 5:0 Sieg. Let's go. Wir machen weiter. Druck steht da. Ist auch gut schon mal, dass wir zu 0 spielen. Das ist erstmal das Wichtigste eigentlich, dass wir hier wieder ein bisschen öfter mal die 0 auch halten. Hier gelingt uns jetzt gerade alles. Das liebt man gern. Und am Ende bringen wir das Ding hoffentlich auch zu 0. Wie gesagt, über die Zeit muss er gültig in den Lauf. Aber der schießt ihn auf die Tribüne. Glück gehabt nochmal. Scherer war das übrigens vorhin, nicht Schreuer oder so. Scherer. Mit der Vorlage, aber Jan haut drüber und wir gewinnen unser erstes Saisonspiel mit 5:0 zu Hause. Extrem wichtig. Jahreshauptversammlung für Verkauf unserer Ziele, wie immer aggressiv. Das nehme ich erstmal ab und es gibt, okay, so viel dazu. Da können wir auf jeden Fall zustimmen, auch wenn wir noch einen holen. Starke Zustimmung für den Aufstieg, geht die Fanbeliebtheit wiederum runter. Ich meine, im Endeffekt habe ich die Fanbeliebtheit eh im Petto so. Das ist jetzt nicht so bad. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wirklich ihn endgültig für uns verpflichten können, den guten Streli Mamba. Beim Jugendturnier sind wir in der Gruppe sogar relativ souverän auf dem ersten Platz gelandet. Man muss halt sagen, die Gruppen waren schon ein bisschen krass verteilt. Also auf der einen Seite eigentlich alles Bundesligisten bei den Jugenden und hier bei uns, naja, okay, Freiburg auch schon Bundesligist, aber ne, dann halt schon die eher geringeren Möglichkeiten. Zick, klar, ist einer der größten Talente bei dem Turnier, schon krass. Und das in unseren Reihen natürlich. Ansonsten den Rückler, ich denke mal nicht, dass man den genau. Ich werde hier auf jeden Fall mal ein bisschen durchgucken. Vielleicht kann man ja dem einen oder anderen ein interessantes Vertragsangebot bieten oder verpflichten für die Jugendakademie. Was ich aber nicht glaube, weil ja, die haben halt eigentlich alle kein Interesse mit uns zu reden, um wirklich zu sein. Um ehrlich zu sein. Der gute Rieker ist gerade mal, wie alt ist denn der? 17 Jahre. Eieiei, also den könnte man schon mal ins Blickfeld nehmen. Er stand auch da, der hat in ein paar Tagen vielleicht Interesse mit uns zu labern. Mal gucken, was sich da so ergibt. Ja, okay, und den guten Schmorgol oder Smorgol müssen wir ja nicht unbedingt im Auge behalten, in meinen Augen. Ich hoffe, dass Streli Mamba jetzt mit dem verbesserten Angebot dann auch bleiben wird. Ich würde mich sehr freuen. Ich glaube, ich nehme jetzt hier auch dieses eine Spiel noch mit. Noch ist das Angebot nicht durchgewunken mit Mamba. Wir gehen rein ins Spiel. Ich würde sagen, ich mache noch die Aufstellung ready. Wir werden Ihnen den Spaß am Fußball nehmen. Meuselwitz nicht so gut in die Saison gestartet, dennoch eine relativ starke Mannschaft am Start.
Tobias Stieler als Schiedsrichter. Mal gucken, wie es denn ausgeht. Erste Möglichkeit direkt eine Nonsens-Chance, wo halt nichts passiert, wie man es kennt. Brückmann mit der Möglichkeit, aber leider nothing special natürlich bei dieser Möglichkeit dabei rumgekommen. Hier verfehlt zum Glück Rath das Tor knapp. Stenzel hatte vorbereitet, aber zum Glück vorbeigegangen. Moser pflückt sich den hoffentlich auch sicher herunter und das tut er auch. Alles gut. Wir spielen beide Mannschaften gleich nach vorne. Liest man natürlich, zumindest bei unserer Mannschaft, auf jeden Fall gerne. Zickert mal wieder im Spiel, holt sich ja für eine eigentlich harmlose Attacke die gelbe Karte ab. Bitter. Okay, dachte ich mir, das wäre ein bisschen kurz gewesen für ein Tor. Bisschen kurz angebunden, gibt den Treffer zum Glück zurecht nicht. Der Anfang der Partie wieder nicht ganz so auf unserer Seite. Legt den rüber, statt selbst zu schießen, verzieht er und ich hoffe, da kommt keiner mehr heran. Das ist auch so. Mann, warum? Gönn doch den Elfmeter. Möglichkeit und schießt aus spitzem Winkel, aber knallt nur gegen den Außenpfosten. Schade. Erste Chance für uns durch Pohlmann hier, die so wirklich interessant ist. Davor hätten wir einen Elfmeter bekommen können. Schade, passiert nicht. Okay. Wir kommen wieder nicht so gut rein. War im letzten Spiel auch so. Dann haben wir kurz vor der Pause uns so ein bisschen reingeworfen und die Chancen bekommen. Jetzt vielleicht hier ebenfalls wieder so. Ich würde es mitnehmen. Eine gute Chance. Ganz starke Einzelleistung. Let's go, Mann. Felix Brückmann im letzten Spiel noch relativ außen vor. Jetzt haut er für uns ebenfalls eine Einzelleistung raus, wie Adlung im letzten Spiel kurz vor der Pause. Und erzielt das 0:1 für uns. Das 1:0 für uns. Ecke mit einer Großchance verbunden. Völlig freistehend. Nein. Aber schießt genau auf Moser, der keine Mühe hat. Let's go. Lennart Moser ist am Start. Na gut, da kommt auch sehr viel von Trübenbach dazu, dass der genau auf den Mann schießt. Aber nice one. Koch mit einer 1,0 hinten in der Abwehr. Generell Schneider auch mit einer 2,0. Moser mit einer richtig guten Note. Freut mich. Wir haben aber wir haben weniger Ballbesitz auf jeden Fall. Was natürlich nicht so nice ist. Dann loben wir auch nochmal Brückmann hier und motivieren Osterwich. Könnte auf jeden Fall besser laufen, das Spiel, muss man natürlich sagen. Aber alles in allem geht das schon klar so. Weil wenn wir am Ende gewinnen und führen, ist es schon nicht so bad. Läuft gar nicht, ja. Nächste gute Chance hier. Ecke, Pohlmann. Ja, auf Kosten einer weiteren Ecke. Okay. Die ist so eine kleine Chance. Auf den kurzen Pfosten gezogen. Ah, breit gegen den Pfosten. Ah, der geklärt. Vielleicht noch eine Ecke. Schade. Aber jetzt nochmal eine gute Chance zumindest an den Außenpfosten. Schade. Osterweg mit dem Kopfball hier. Mit der Möglichkeit. Schade, schade. Ansonsten passiert gerade nicht sonderlich viel. Wir haben ein bisschen den Ball und machen auf Zeitspiel. Ist okay. Wir bringen mal Geißler für Vitiriti. Und Zickert kommt auch, oder dafür kommt Müller rein. Einfach um der gelben Karte vorzubeugen. Er ist jetzt auch nicht ganz der frischeste und fitteste, der gute Zickert. Ansonsten müssen wir auf jeden Fall Borgmann runternehmen. Ich denke, das sieht man. Da müssen wir dann gucken. Wahrscheinlich Matuwila rein für Borgmann und Schneider auf die Rechtsverteidigerposition oder so. Das denke ich mal das Beste. Ja, dann wechseln wir auch. Da passiert gerade nichts. Dann machen wir das so. Schneider dahin und dann bringen wir Matuwila rein. So. Und dann sieht es doch auch schon ganz gut aus. Von der tabellarischen Situation her, Stand jetzt, wenn es dann so bleiben sollte. Stimme ist gerade weg. Ja, aber wir führen auf jeden Fall. Passiert gerade nicht sonderlich viel. Wir sagen mal Konzentration, die wechseln ebenfalls nochmal doppelt jetzt hier. Mann, Alter, meine Stimme. Hui, es gibt Eckball. Zeitspiel. Einfach das Ding jetzt über die Zeit bringen. Und Meier bekommt das Ding unter Kontrolle und klärt das Ding, okay. Wir sind voll konzentriert, das ist natürlich nice. Und am Ende sollen wir es bitte über die Zeit bringen. Jetzt eine Ecke nochmal. Aber eine einfache Aufgabe für den Keeper, der sich den Ball sichert. Ohne große Probleme. Wir haben jetzt natürlich alle Zeit der Welt und spielen das Ding hoffentlich auch dann am Ende souverän runter auswärts. Auswärts ist sowieso immer schwierig. bin ich froh, wenn wir das Ding hier so mitnehmen, egal wie knapp es auch ist. Legt auf Osterweg zurück. Aber leider wie immer einen Tick zu spät dran und der Keeper kommt raus. Schade, schade.
Powerplay Mäusewitz. Wie hier nochmal mit dem Powerplay, trotz Zeitspiel, aber hey, nehmen wir mit. Kommt die Flanke in den Strafraum. Breit gegen den eigenen Torpfosten, die Bogenlampe. Zieht entschlossen ab. Nein, Ecke. Schade. Ecke nur, Osterweg mit der Chance. Bis jetzt hat, glaube ich, noch nicht einmal ein Powerplay ein Tor gebracht, glaube ich. Egal, ob für uns oder für den Gegner. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber ich bin der Meinung, das ist so. Glanzparade hier vom gegnerischen Keeper. Mit der Ecke trotzdem für uns am Ende. Vielleicht können wir ja daraus nochmal was rausholen. Es gibt noch eine Ecke. Wieder Pohlmann wahrscheinlich. Wer hätte es gedacht. Nächste Ecke. Landet bei Geißler. Ah, schade. Nicht voll getroffen. Gute Möglichkeit. Nächste Chance. Gute Kontermöglichkeit, aber ein schlechtes Abspiel von Pohlmann. Ja, bittere Pille. Schade. Wir machen weiter Druck. Das liest man natürlich gerne. Also haben wir auch im letzten Spiel gegen Ende schon gemacht. Gut Druck ausgeübt am Ende. Zeitspiel ist am Start. Wir haben den mit einem der dunkelsten Bälle, die man hier haben kann, was Rot angeht. Richtig nice. Die sind ungefährlich, stand jetzt mit dem hellblauen Ball natürlich. Ja. Und die Zeit läuft runter, Leute. Die Zeit läuft runter und sie haben nochmal eine gute Chance. Aber es gibt nur eine Ecke, okay? Es gibt eine Ecke. Ah, bitte nicht. Tobias Rath. Ja, okay, Schneider setzt sich hoffentlich durch. Kann sich durchsetzen und bereinigt die Gefahr. Let's go. Kurz vor Ende nochmal hier gezittert mit der Möglichkeit für die. Aber ich hoffe, wir bringen das über die Zeit. Nein, es gibt noch eine kleine Möglichkeit. Aber Moser verhindert es. Let's go, Lennart Moser. Und das ist zu Ende. Let's go, Leute. Wir gewinnen die ersten beiden Saisonspiele. Gelungener Start, würde ich sagen. Absolut guter Start. Ellenburg ist neu. Und Leipzig hier. International Leipzig, okay. Ja, auch neu in der Liga jetzt. Sind auch beide Letzter. Halten nicht wirklich mit, scheinbar. War am Ende ein gutes Spiel. Vor allem die Defensive hatte gute Noten bei rumgebracht. Auch Matuwila mit einer 1,5, Müller in der Defensive im Mittelfeld mit einer 2,0 auch. Allung wieder mit einer 2,0. Brückmann mit einer 2,0. Richtig gute Noten, auch Moser wieder mit 1,5. Okay, und jetzt muss ich wirklich hier alles nochmal reinhauen. Ich verstehe halt nicht, warum. So, dann gibt doch irgendeinen Kommentar ab, irgendeine Bewertung oder so. Aber okay, mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen ihn irgendwie überredet. Wir gehen rein ins Spiel. Sie sollen rausgehen und ordentlichen Fußball spielen. Gegen die Lüneburger Hansa, die auch jetzt nicht so gut in die Saison gestartet sind in dem Fall. Ich mache noch dieses eine Spiel und dann werde ich die Folge beenden. Habe ich mir jetzt gedacht. Wir haben uns direkt mal gelb ab mit Matuwila. Handspiel, ja okay, muss vielleicht nicht sein so früh in der Partie, aber noch in Ordnung. Let's go, also wie gesagt, die sind nicht so gut gestartet, zwei Niederlagen direkt zu Beginn, 1:3 Tordifferenz, also wahrscheinlich 1:0 und 1:2 oder so verloren. Irgendwie so in dem Dreh wahrscheinlich. Wie dem auch sei, die haben direkt mal die erste Großchance des Spiels, aber Moser ist da und pariert das Ding, okay. Müssen wir jetzt nicht unbedingt zulassen in meinen Augen, aber wir haben auch eine gute Chance jetzt hier, der noch entscheidend gestört wird, der gute Welbrock leider. Schade. Gibt auch keine Ecke in dem Fall. Mies. Aber am Ende steht es noch nur 0, was in Ordnung ist. Adlinike führt schon wieder, das heißt, die sind im Moment noch vor uns. So eine Vorlage für Welbrock, aber der scheitert leider Volley an Ole Springer im Kasten der Lüneburger. Okay. Och, ich hasse es. Mann, warum denn jetzt wir? Eine klare... Warum? Warum Schwalbe? Ey, ist so sinnlos. Ja, okay, komm, ey, dann Müller in die IV. Oh Mann, ey. Das ist halt so sinnlos und so schädigend für die Mannschaft. Wir haben immer noch fast die gleiche Stärke. Ja, und hier klärt Springer vor unserem Angreifer. Ich würde schon fast auf Zeitspiel gehen, Alter. Weil, wie gesagt, in Unterzahl ist so ekelhaft. In Unterzahl ist im FM so ekelhaft, ist in Real Life immer auch so. Alter, das ist so dumm schon wieder. Schon wieder Matuwila, Alter. Der eine rote Karte sich hier abholt, total unnötig, wie schon gegen Hertha 2 in der letzten Saison. Und generell auch direkt zum Anfang der Saison hier eine englische Woche zu bekommen, also in der Woche noch ein Spiel. Ey, das ist halt wieder, naja. Motivieren wir mal so ein bisschen hier gegen die Stimmung für das Lob an Schneider nach oben und ansonsten auch gute Ansprache. Hoffentlich bringen wir das Ganze in der zweiten Halbzeit irgendwie über die Zeit. Oh, wir holen uns die nächste gelbe ab.
Bitte nicht, ey. Bitte nicht. Das ist so ein bisschen hier wie das erste Saisonspiel, wo wir dann am Ende 5-0 gewonnen haben. Ey. Ja. Ja, zögert mal mit der Ecke. Ah, köpft die Kugel aus der Gefahrenzone. Ich meine, wir lassen im Moment, ja, wenig zu, okay. Schuss auf 15 Metern trifft er nur den eigenen Mitspieler. Unentschieden nimmt man jetzt natürlich mit in Unterzahl, ne? Das sollte klar sein. Das nimmt man halt absolut mit. Ich will Zickert eigentlich nicht runternehmen, aber man muss halt quasi schon. Okay. Wir könnten Zickert runternehmen. Dafür Borgmann bringen. Dann stellen wir halt wieder um. Müller auf die 6. Borgmann auf den Rechtsverteidigerposten und Schneider in die IV. Und dann wechseln wir nochmal Brückmann ein für Osterweg in der Hoffnung, dass Brückmann nochmal gut reinkommt. Einen Wechsel lassen wir uns noch offen. Mal gucken, vielleicht bringen wir noch Geisler für den Welbrock. Würde ich eigentlich gerne machen. Welbrock auch mittlerweile schon auf der 50 angelangt. Ist natürlich jetzt immer noch okay für die Liga, aber wäre schon schön, wenn er mal schneller steigen würde. Gut, in der letzten Saison hat er jetzt nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Jetzt wird er hier auch runtergenommen. Geisler auch mit einer guten Form im Moment, deswegen bringen wir den mal rein und hoffen, dass wir das Ganze, wie gesagt, am Ende wird mir auch das Unentschieden erstmal reichen hier. Wäre okay. Wäre schon in Ordnung so. In Unterzahl, das Ding über die Zeit zu retten. Wir sagen mal, geht drauf. Ja. Sauerland geht hier runter. Istefo kommt. Nächster Wechsel bei denen. Die wechseln in der Defensive vor allem. Wie sieht es denn eigentlich statistisch aus? Ballbesitz und so. Haben die jetzt halt mittlerweile. Okay, jetzt haben wir jetzt wieder ein bisschen zurückgekämpft. 50-50 insgesamt, okay. Ja, wie gesagt, eine Unterzahl. Wir haben noch mal die Möglichkeit hier mit einer guten Chance. Ne, gibt eine Ecke. Viteritti holt die raus. Mal gucken, was es dafür gibt. Borgmann ist jetzt drin, der sieht zögerlich. Bringt sich selbst nur in Schwierigkeiten, ja, aber kommt da trotzdem noch ran. Schade, Brückmann mit der Möglichkeit. Oder fast mit der Möglichkeit. Der hat ja den Ball nicht bekommen, leider. Schade. Also wir auf jeden Fall deutlich mit dem Chancenplus, muss man schon sagen, ne? Also trotz Unterzahl haben die am Ende auch kaum noch was gehabt. Jetzt hier nochmal die Chance. Oh nein. Etwa einen Meter im Abseits und oh, zum Glück, er wird zurückgepfiffen. Ehre. Huiuiui. Ja, kein Tor auswärts, so kann man einfach nicht gewinnen. Ist okay. Nochmal voller Angriff für die letzte Minute der Nachspielzeit. Oh nein, es gibt die Möglichkeit, bitte. Schau. Nein. Kann aber nicht richtig treffen. Oh, let's go. Wichtig. Wichtig, hier den Punkt wenigstens noch mitzunehmen. Ja. Er hat uns Matuidi wieder in ordentliche Schwierigkeiten gebracht, muss man ja wirklich sagen. Digga, die werden ja so abgeschossen. 22 Gegentore in 3 Spielen, Alter. What the fuck? Ja. Hat uns Matuidi in ordentliche Schwierigkeiten gebracht. Am Ende holen wir das Ganze aber über die Zeit. Mit einem Unentschieden kann ich auf jeden Fall leben an der Stelle. Ach man, ich gehe immer hier auf Spieltagsstatistik raus. Das ist eigentlich total sinnlos. Ich würde hier rauf gehen. Ist okay. Alter, 13 zu 0, Alter. Was ist denn mit Eilenburg los? Alter. Davor halt auch 9 Gegentore. Ne, jetzt bin ich auf Lüneburger Hansa. Hier, Eilenburg. Digga, 5-0, 4-0 und 13 zu 0. Ja, okay, gut. Die Mannschaftsstärke ist nicht ganz so gut, ne? Muss man ja sagen. Was ist mit International Leipzig so los? 1-2, 3-0 und 4-0. Das geht halt noch. Als auch die Mannschaftsstärke ein bisschen in dem normalen Niveau der Liga, sage ich jetzt mal. Wir haben im nächsten Spiel auf jeden Fall das Pokalspiel. Im nächsten Spiel. In der nächsten Episode dann auf jeden Fall das Pokalspiel am Start. Ich hätte halt jetzt gerne schon den Transfer, wenn er denn durchgeht, durchgebracht. Warum gehe ich jetzt runter? Nur weil wir mal unentschieden gespielt haben. Digga. Nein, Streli, warum? Oh, warum? Ey. Er hat sogar. Er hat nur 15.000 weniger verdient, als er es aktuell bei Paderborn, Digga. Und er hätte sogar noch eine richtig ordentlich, ein bisschen Handgeld bekommen von mir. Mann, warum? Ehrenlos. Ja, ich versuche es am Ende. Na gut, am Ende der Transferphase wird es auch noch nicht gehen. Wahrscheinlich dann vielleicht wieder im Winter, wie so wie mit Viteriti damals. Vielleicht mal gucken. Ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare oder stimmt ab, was wir machen sollen. Ich bin im Moment sehr ratlos. Bin ich ehrlich. Ich meine, ich habe mal geguckt, so bei den vereinslosen Spielern sind jetzt nicht so viele krass interessante dabei. Okay, der Typ hier. Der Typ sieht schon interessant aus. Den könnte man schon probieren. Das ist halt die Frage, wie viel Gehalt und will er und wie viel Gehalt.
Aha. Jo, Digga, übertreib. So viel könnten wir ihm ungefähr geben. Ich würde ihn schon mitnehmen, bin ich ehrlich. Der Anteil im nächsten Verkauf hier. Wir sind schon mal im guten Bereich. Und ja. Können wir hier noch ein bisschen was draufhauen? Aufstiegsprämie. Ja, der Typ, also ganz im Ernst. Maximal 3 Jahre Laufzeit will er haben. Stammspieler Örter. Ja, ich würde sagen, wir versuchen mal, weil ganz im Ernst, der sieht schon. Ja, der sieht schon nicht schlecht aus. Probieren wir mal. Wir haben noch ein bisschen Geld, was wir denn aufs Gehaltsbudget raufholen können. Also wir können auf jeden Fall noch einen Transfer tätigen, so ist nicht. Jetzt ist halt die Frage. Ich meine, finde das schon. Ja, hier. Linker Flügel. Sortil. Ja, okay, nee, der wird halt unter 60 gehen, leider. Der hat halt nicht so die Bekanntheit im Moment bei uns. Ja. Ja, ist halt schwierig, ne? Ist halt schwierig. Der wäre halt mit einer 60. Der wäre halt nicht so schlecht, ne? Könnte man dem dann ein Angebot machen? Er hat kein Interesse mit uns zu reden. Na klar. Machen wir Transfervorbereitungen. Ja. Auf jeden Fall schwierig im Moment, wie gesagt. Schwierig alles. Den Spieler loben wir mal. Vielleicht wird das ja noch was. Vielleicht. Mal gucken. Blickfeld. Ansonsten, ja. Keine Ahnung. Hier, der Marktwert halt. Viel zu krass halt, ne? Können wir uns nie im Leben leisten. Im Moment jedenfalls noch nicht. Mama wäre schon nice gewesen, so. Tigris will halt nicht. Ja. Und ansonsten haben wir jetzt auch keine wirklichen Möglichkeiten. So, und da ist Sean Reed natürlich auch obvious nicht. Wäre doch eher Stürmer nur gewesen in dem Fall. Hier so ein Joao Victor. Der wäre halt eine Möglichkeit. Ja, lol. Keine Arbeitserlaubnis. Läuft bei dir, Digga. What the fuck? Okay. Schade. Wäre vom Marktwert her absolut möglich gewesen. Gehalt hätte man dann gucken müssen, ob er auch runtergeht. Aber so natürlich nicht. Es ist halt schwer. So, also, ja, es ist einfach schwer. Könnt ihr gerne nochmal Kommentare schreiben. Bin ich natürlich für offen, aber im Moment weiß ich halt nicht wirklich, wo ich da irgendwie zuschlagen sollte. Man könnte mal auf der Leihliste gucken, natürlich nochmal. Transferstatus da. Realistische. Ja, und dann kann man mal gucken, aber, ja, wow, das gibt 2 Stück. 2 Leute, die realistisch sind scheinbar nur. Ja, wollte schon sagen, das ist dann schon mal ein bisschen eher was. Dann müssen wir natürlich jetzt in unseren Rating-Bereich gehen hier. Rodrigo von Real, Alter, läuft. Läuft an der Stelle. Wäre halt absolut lustig. Ja, war klar. Cutucu von Schalke ist jetzt die Sache so, ne? Der hätte schon, für den rechten Flügel auch. Ja, nicht für attraktiv genug, schade. Ja, Regionalliga ist jetzt schon nochmal ein bisschen was anderes, ne? Bastoni hier noch, ja. Den guten Camacho hier. Er könnte auf beiden Seiten spielen, wenn man den ausleihen kann. Als Backup, ja, will er aber nicht. Ja, schreibt gerne Kommentare, ich bin offen. Ich versuche auf jeden Fall diesen Rechtsverteidiger zu holen, der ist ein Riesentalent scheinbar. Und wäre auf jeden Fall ganz nice von der Gesamtstärke her. Ja, mal gucken, was es denn so gibt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.